so cineastisches Posa-Zeug ist, machen wir einmal den cool aus, hoffen, dass es gut auf der Kamera war. Film, Schwerter kreuzen. Gut, und damit fängt das Training offiziell an. Wir machen uns kurz ohne Waffen warm. Ich wir beginnen logischerweise erstmal mit den Booten. Da gibt es nur anderthalb Stück von, mehr braucht man nicht. Also ein, zwei Stiche, die wir noch so machen müssen. Und dann gehen wir in die komplexen Hiebe rein. Und da greife ich dann auch auf die Hausaufgabe zurück, die ich verteilt hatte. Haben die alle gesehen, das Video, wo ich da ein bisschen was versuche? Ja, okay, gehen wir erstmal in die Standardhut. Ach, haben wir Rechts- oder Linkshänder? Also irgendwas davon bestimmt, ja. Also Antwort ja, genau. Das Gute ist nämlich, ist ja eh total legal, es ist ja eh symmetrisch, ja. Ob jetzt Rechts- oder Linkshänder, ist eh wurscht. Aber haben wir Linkshänder anwesend? Wenn du das möchtest, bin ich auch Linkshänder. Ich kann beide. Ja, den Unterschied werde ich heute eh nicht merken. Okay, jetzt hier wir beginnen nämlich auf jeden Fall mit dem rechten Fuß vorne. Der rechte Arm ist auf so Scheitel- oder Überkopfhöhe. Und hoch und vorgestreckt. Also auch ein bisschen die Reichweite raus. Schaut, dass ihr die Waffe so ein bisschen im Kantengriff greift. Das hatte ich, glaube ich, mal im Tanzseminar auch schon erklärt. Also nicht der 100% Hammergriff, aber auch nicht dieser Daumengriff, sondern so ein bisschen was dazwischen, dass der Daumen hier so auf der Kante liegt. Entweder am Griff oder wenn ihr so einen Fingerring habt, könnt ihr ihn auch hier hinlegen und den Finger über das Kreuz legen, dass die Waffe so ein bisschen schräg ist. Das wird automatisch dazu führen, wenn ich den Arm dann halt in diese gestreckte Position packe, dass die Klinge eher liegend ist. Also halt nicht wie beim Hammergriff, wo sie ja relativ steil steht, sondern dadurch habe ich sie eher liegend. Das wollen wir nämlich auch, eine eher Richtung horizontal ausgerichtete Position. Und hier nochmal kurz, dass die Schulter auch zurückgezogen ist. Also nicht Schulter ans Ohr ziehen, sondern Schulter zurück und hinten so ein bisschen am Schulterblatt ablegen. Der andere Arm ist unter dem linken Arm, dass die Klinge unter der anderen Klinge steht. Der darf ein bisschen auswandern, weil wenn ich das jetzt auch eindrehen würde, dann habe ich einen sehr unangenehmen Winkel im Handgelenk. Deswegen darf die untere so ein bisschen am Gegner vorbei zeigen. Und wichtig, sie ist aber an den Körper herangezogen. Die rechte ist also rausgestreckt, linke herangezogen. Wir erinnern uns an diese Handkantenschlagübung vom Anfang. Das ist die Position. Das sieht schon gut aus. Aber wir wechseln das jetzt mal spiegelverkehrt auf die linke Seite. Also linker Fuß ist vorne. Der linke Arm ist hoch und vorgestreckt. Ort hängt zum Gegner ein. Und der rechte Arm ist hier so zur Hüfte näher rangezogen. Und auch das untere Schwert ist so relativ liegend in der Position. So leicht schräg. So. Ganz horizontal ausrichten muss man es nicht. Das ergibt sich nachher mit Dynamik. Okay, wir wechseln einfach ein bisschen zwischen den Huten hin und her. Unterscheiden hierzu bei Stichen, die geführt werden mit Fingernägeln nach unten. Also das ist halt die Handlage. Das wäre jetzt ein Stich Fingernägel unten. Und so wäre es ein Stich, wo meine Fingernägel nach oben zeigen. Und wir hatten jetzt ja gerade streng nach Nomenklatur die Stiche so geführt, dass jetzt meine linke Hand Fingernägel unten hat und die untere Hand Fingernägel oben. Also beide Stichvarianten gleichzeitig. Einmal Fingernägel unten, einmal Fingernägel oben. Jetzt machen wir einfach eine Stichvariante, wo beide Hände immer Fingernagel unten stechen. Das heißt, beim Stich gehen wir einmal in so eine Position, dass wir von beiden Seiten reinkommen. Man kann die dann auch so ein bisschen höhenversetzt noch machen, um es den Gegner noch schwieriger machen, die abzuwehren und ziehen dann zurück in die Hut. Und kommen wieder vor, zurück. Und diese Stiche, das sind betonkraftvolle. Wir holen also ein bisschen aus mit beiden Armen. Also auch der obere, der eigentlich gesteckt ist, geht ein bisschen zurück, dass wir uns jetzt kraftvoll hier reinstechen, hier reinfallen lassen. Und dann ziehen wir zurück. Bäm! Bäm! Eigentlich sogar eine einfachere Variante. Das ist dieser Stich, der... Okay, ich sehe schon, im Schatten drubbelt es sich. Wir legen eine Waffe mal runter. Wenn ihr hier so Metallwaffen habt, könnt ihr sie auf den Fuß legen. Erstmal rechts vor. Wir machen jetzt immer nur die eine Hälfte, also
Und der Hut, wenn der rechte Fuß vorne ist, ist der rechte Arm ja oben. Der linke Arm wäre ja hier. Wir gucken uns jetzt mal nur den rechten Arm an. Ja, es macht vielleicht Sinn, aber es ist ein bisschen Übungskünstlichkeit drin. Stellt euch mal parallel hin, das macht vielleicht die Übung sogar mehr Sinn. Okay. Wir machen jetzt erstmal nur das, was der rechte Arm machen würde. Aus dieser Position drehen wir in Hiebrichtung, weil wir wollen ja gleich diagonal, wie bei so einem, der einen Hälfte eines Xs von oben nach unten schlagen. Drehen ihn also auf in die Ausholposition, dass wir die Schnalle schon ausgerichtet haben. Der Arm ist aber immer noch gestreckt und in einem ziehenden Schnitt ziehen wir ihn jetzt zur linken gegenüberliegenden Hüfte. Und auch hier wieder dasselbe, wir drehen wieder die Schneide in Hiebrichtung und jetzt in einer in die Streckung rauspeitschenden Bewegung schlagen wir ihn in diese gestreckte Position. Also hier ist der Arm gestreckt, ausholen, ziehender Schnitt und wir enden angewinkelten Arm in der gegenüberliegenden Hüfte. Ausholen, rauspeitschen, ausholen, schneiden, dranziehen und oben raus, unten ran. Und machen das jetzt mal ein bisschen flüssiger. Dann können wir wieder die Bewegung nutzen. Am Ende der Hiebbewegung, wenn wir in diese gestreckte Position kommen, ab hier entspannen wir wieder Ellenbogen und Handgelenk, sodass die Waffe einfach weiter schleudert und automatisch schleudert sie ja weiter, überschlägt sich und kommt dann normalerweise in diese Position, die gleich die Ausholbewegung ist. Und hier unten machen wir das genauso. Wenn wir hier am Ende der Bewegung einfach das Handgelenk entspannen, schwingt die Waffe ja weiter und ist gleichzeitig ausgerichtet. Unteren Arm und peitschen ihn nach oben raus und dann kommt der obere und schlägt nach unten. Wieder mit beiden ausholen. 1, 2. Ausholen. 1, 2. Ausholen. Rauspeitschen. Ziehen. Schneiden. Ranziehen. Ausholen. 1, 2. Ausholen. 1, 2. Okay, nächste Stufe wäre dann ausholen und es schlagen beide gleichzeitig. Automatisch läuft der untere Arm, der von unten nach oben geht, eigentlich mal ein bisschen vor. Dadurch treffen sich die Schwerter normalerweise nicht. Ausholen, in einem Tempo schlagen, in die Hut. Ausholen, schlagen. Ausholen, schlagen. Auf die Schulter achten, ist das zum einen sehr flüssig und man kann das noch deutlicher üben, wenn man sich so ein bisschen weiter reindreht. Deswegen machen wir das jetzt mal übungsmäßig. Stellen uns vor, wir haben zwei Gegner. Kommt ihr mal bitte vor, stellt euch so mit einem Meter Abstand zwischen euren Schultern vor mich auf. Also ich werte für meine Gegner. Ich beginne ausgerichtet auf dich. Du läufst auf uns zu. Genau, das heißt, ihr müsst eventuell einen Schritt nach hinten gehen. Und jetzt den Schritt gehe ich richtig nicht gerade nach vorne, sondern richte ich jetzt auf dich, also leicht schräg. Und ich richte mich komplett mit meinem Bauchnabel auf dich auf. Das heißt, meine Hüfte hängt auch in deine Richtung und jetzt bin ich. Ja, so ähnlich wie wir das vor zwei Wochen mit dem Portal gemacht haben. Quasi am Anfang schon hatten, da hatten wir die Hut über die offene Hut gewechselt und dann die Hut von rechts nach links gewechselt. Das machen wir jetzt auch. Wir machen also eigentlich Kreuzschnitte, indem wir uns nur auf der Stelle um 180 Grad wenden. Also wir machen die Hut zur rechten Seite, holen aus und machen Kreuzschlag, während wir uns einmal auf der Stelle umwenden. Und nehmen den Schwung der Drehung mit. Probiert selber mal aus, ob ihr die Variante mit vorderer oder hinterer Hüfte eindrehen macht. Beides hat so seinen Sinn. Denkt da mal nicht drüber nach, macht das einfach intuitiv. Wo will ich denn jemanden schneiden? Jemand, der wo soll steht? Das X sein? Ja, das ist ein langgezogenes X, weil ihr seid quasi halbkreisförmig umzingelt. Okay, oder habt zumindest Gegner auf beiden Seiten. Der Punkt, wo sich kreuzt, ist dann so in der Mitte. In der Mitte. Ja, ja genau, der sollte ungefähr hier sein. Aha. Aber schneiden tun die Waffen ja von hier und hier immer noch fallen da Leute auseinander und hier sterben die letzten Leute. Also Zombie-Apokalypse, ihr seid halbkreisförmig umzingelt. Wir erinnern uns kurz, wir hatten Kartoffeltierchen am Anfang ja auch
bei den Stichen geübt, dass man aus diesem Aufwärtshieb in den Stich reinschwingt. Wir wiederholen das nochmal kurz, dass wir das nochmal zurück ins Gedächtnis rufen wird. Aus so einem Aufwärtshieb in diesen Stich reinfallen lassen. Und wir kombinieren das jetzt einmal mit diesem Kreuzhieb, den wir gerade geübt hatten. Wenn ich das erstmal nochmal kurz ohne Beinarbeit zeige, mache den Kreuzschlag und die obere Hand setzt den Stich an, während die untere kurz pausiert. Von hier kann ich dann wieder den Kreuzhieb machen und die obere Hand sticht. Mach das ein paar Mal langsam im Stand. Dabei den unteren Arm noch irgendwie nach vorne halten. Ja, genau, das Schwert sollte irgendwo hier positioniert sein. Hier, du bist gerade vor mir. Wir machen das gleichzeitig. Ich halte einen Rückwärtsschritten, also machen einmal den X-Schlag, Stich, X-Schlag von der anderen Seite, Stich. Du machst längere Schritte als ich, Mist. Das könnte eine Körpergröße liegen. Aber dafür mache ich da unten. Also von daher passt das schon. Okay, und dann würden wir jetzt wieder die Richtung wechseln und dann gehe ich vor. Okay, wieder. Genau. Wo ich, wenn ich jetzt einfach das vielleicht schräg nach vorne mache und dann. Das kann man da wunderbar kombinieren. Wir gehen jetzt aber gleich noch einen Schritt weiter und haben nicht nur zwei, sondern ganz viele. Wir sind quasi halbkreisförmig umzingelt. Und müssen eine Halbkreis. Ja, der Kameramann ist inklusive. Kommt auch mal dazu, dass man wirklich eine Halbkreise mit dem Zimmer hat. Ein bisschen mehr Abstand, damit ich hier durchschwingen kann, ohne eine Angst zu haben. Wir machen genau dasselbe. Mal X-Schlag, danach Stich mit der oberen Hand. Die alle rein. Nur die Beinarbeit machen wir jetzt ein bisschen anders. Ich beginne mal mit dem Stich zu der Seite. Dann schwingt der X-Schlag bis dahin durch, dann steche ich zu eurer Seite. Und genau. Das hat so. Also vorne kriegt der X-Schlag ab und die Seiten die Stiche. Genau, die Stiche. Genau, und mit dem Stich gehst du nochmal extra Schritte. Na, tatsächlich fängt er ja mit rechts vorne an. Also, er geht erst in den Stich in die normale Hut wieder rein. Da macht er zwischendrin einen Schritt mit dem anderen Bein. Richtig, also in der eigentlichen Regler ist es, glaube ich, beschrieben, dass er mit dem X-Schlag anfängt, aber ich finde, dann ist das Reinkommen in den diese Endlosschleife, in diesen Ablauf ein bisschen schwieriger. Deswegen fangen wir einmal ein bisschen künstlich an, aus einer eigentlich gar keiner Hut. Wir beginnen. Wir haben das gestochen. Genau, wir beginnen mit dem Stich. Mhm. Egal aus welcher Position wir gerade kommen. Ja, sonst ist das irgendwie verwirrend, finde ich. Mhm. So. Mit dem X-Schlag schwenke ich jetzt die gesamte Front ab, bis ich nach links komme und dann gehe ich mit dem und das dann so wieder mit dem Ding vor. Und dann schwenke ich wieder die Front ab. Mhm. Zack. Ich stelle mir halt vor, dass ich so eine ungefähr halbkreisförmige Umzingelung habe. Er beschreibt nicht, warum die Gegner so nett sind und keiner von euch mir einfach in den Rücken fällt und mich umgeht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was man da macht. Weil die Leute natürlich rechts und links schon immer erstochen sind. Das ist sukzessive wenig der Halbschalt. Genau, alle, die Ränder erreichen, fallen tot um. Du bist einfach an der Wand. Ja. Aber warum bewege ich mich dann nach vorne? Das in der Tat ist, weil die Wand sich hinter ihm vorwärts bewegt. Ach so. Das in der Tat ist. Da steht noch ein zweiter, der es rückwärts macht. Ist eine Frage, die beantwortet Gidoni nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, generell sagt er, wenn sich die taktische Situation ändert, wechsle auch die Regler. Es gibt ja auch eine Regler, die wir wahrscheinlich morgen erst machen, gegen Umzingelung. Das heißt, ich kann so anfangen und wenn ich merke, oh, die Gegner kommen in meinen Rücken, wechsle ich halt auf die Regler mit Umzingelung. Und wenn ich auf einer Seite alle totgeschlagen habe und nur noch Gegner auf der Seite sind, kann ich wieder auf die Regler wechseln. Das muss es sein. Ja, welche Regler ist das jetzt? Das ist Regler 3. Mhm. Ja, doch. 3 müsste das sein. Gut. Also die Hieb-Kombination ist genau die wir schon kennen. Immer abwechselnd X-Schlag, Stich mit der oberen Hand, wo wir so schön reindrehen und dann wieder von vorne.
Die Beinarbeit ist jetzt was Neues, aber eigentlich auch einfach. Mit den Stichen gehe ich immer zur Seite. Und dann mit demselben Fuß, der mit dem Stich rausgegangen ist, gehe ich gerade nach vorne. Und dann geht der andere Fuß. Der linke Fuß zur linken Seite und dann geht derselbe Fuß wieder nach vorne. Also das, ich laufe dann so ein bisschen so ein Zickzack. Weißt du, kann man hier so Markierungen machen. Kann man einen Holzschwert da vorne hinlegen. Ach hier, den auch. Nee, ich müsste da hin zur Seite. Man sieht jetzt diese Treppenposition hier in der Mitte, kann man erahnen, glaube ich, die Position. Den Mittelschritt, ja. Zack, Fuß wieder in die Mitte setzen. Dann der linke hier hin, wieder in die Mitte. Dann und der rechte hier hin. Stellt euch vor, da liegt das nächste Schwert. Geht wieder in die Mitte. Und das ist der Schrittpattern immer. Nach rechts, wieder in die Mitte, nach links, wieder in die Mitte. Und so geht man dann diese Zickzacklinie nach vorne. Eine sehr ungewöhnliche Schrittarbeit, aber eigentlich ziemlich einfach. Ich hoffe, das verbindlich das nochmal so ein bisschen. Wir machen erstmal kurz die Schrittarbeit alleine und verknüpfen sie dann im nächsten Schritt mit den Hieben. So, kurzes Resümee, was wir gemacht haben. Nach dem Aufwärmen und den Vorübungen haben wir im Grunde uns nur den X-Schlag angeguckt und die Stiche und haben dann den X-Schlag mit diesem Einzelstich kombiniert und das dann mit verschiedener Fußarbeit. Und jetzt gehen wir mal zum ersten neuen Schlagpattern über. Und hier ist dieses Überkopfkreisen wichtig. Wir hatten das ja gerade schon angedeutet. Beim Einschwenken aus dem X-Schlag in den Stich muss ich einmal dieses Überkopfkreisen machen. Und dieses Überkopfkreisen ist auch für viele weitere Techniken total wichtig, um hiervon in neue Schläge zu kommen zum Beispiel. Das Überkopfkreisen. Macht das mal mit. Macht das mal mit dem anderen Arm. Und macht das jetzt mal mit beiden Armen gleichzeitig. So, gleichzeitig. Beide Klingen kommen gleichzeitig nach vorne. Du machst die gerade abwechselnd? Ja, beide gleichzeitig. Aber leicht versetzt, oder? Ja, in Rechtsauslage, achso, das soll ich vielleicht erwähnen, in Rechtsauslage, dann ist automatisch der rechte Arm vorne. Ah. Dann kann man die wirklich gleichzeitig machen. Und, so, hat einer Luft- und Raumfahrttechnik studiert? Weiß einer, was ein Flettner Doppelrotor ist? Ja. Ja. Genau das. Genau das. Also das sind so Hubschrauber, die zwei Rotoren haben, die so leicht angekippt sind, deren Rotationsebene, so wie hier auch, ineinander greift. Ne? Deswegen der Flettner Doppelrotor. Und das ist auch schon wieder einfach ein Regler. Ja, und hiermit könnt ihr sie schon. Das war schon alles. Okay, das ist also wirklich eine sehr, sehr einfache. Kommt auch nur ein einziges Mal im ganzen Buch vor. Man kann sich vorstellen, das ist was, wenn ich eine relativ schmale Straße habe, ungefähr die Breite, breiter als die, wo ich nur Stiche machen kann, aber auch nicht ganz so breit, wo ich jetzt irgendwie diese Übung von gerade mit der Halbkreisförmung und Zwingung machen kann. Aber hier kann ich Leute vor mir hertreiben, einfach indem ich ganz stimmt, genau, die sind so ein bisschen diagonal, die Hand bleibt aber die ganze Zeit vorgestreckt, so auf Gesicht-Stirnhöhe. In Rechtsauslage mit dem Hieb komme ich immer vor und kann Gegner vor mir hertreiben. Also sind beides Rückhandschläge. Ja, also das machen wir von innen. Weil wenn ich von außen nach innen, also Vorhandschläge machen würde, dann habe ich irgendwo die Schwerter in mir drin hängen oder ineinander. Aber mit Rückhandschlägen ja. Geht das. Eine Ergänzung zu Regler Nummer 1, die er aber schreibt zwischen Regler 3 und 4. Übrigens, Ergänzung, das Buch, was wir von Nüdinger haben, das ist der Entwurf, das ist ein handschriftlicher Entwurf, das wahrscheinlich das Skript war zu einem Buch, wo er geplant hat, das irgendwann mal in Druck zu geben. Das macht Sinn, weil deswegen sind da manchmal so Anmerkungen noch drin. Hier, das sollte ich eigentlich in das Kapitel verschieben oder so, oder hier ist mir nachträglich noch eingefallen, also das ist ein Entwurf. Halt. Achso, Regler,
Doppelschwert und Montante hat er in seinem Buch nicht in Kapitel, nicht in Chapters, sondern in Reglers geordnet. Und eine Regler ist eigentlich immer nur eine Technikreihenfolge, eine Techniksequenz für eine bestimmte Situation. Wir hatten gerade Regler Nummer 3, das ist, wenn ich Gegner links und rechts und vor mir habe, also mach folgende Regler, folgende Kombi. Schritt nach rechts mit einem Stich und mach einen X-Schlag mit dem nach vorne setzen des rechten Fußes und schwenke dabei links vor und schwinge in den Stich ein mit und so. Diese Zwei-Seiten-Gegner wäre dann rückwärts weg. Nicht zwingend. Nee. Es gibt einfach. Ich glaube, das sind Regler Nummer 6 und 8 oder sowas. Muss ich selber nachgucken. Regler 1 macht das Ganze schwierig, dass er gerade im Doppelschwert von jeder Regler noch viele Varianten hat. Regler 1 ist aber eigentlich, wenn ich in einer nicht zu engen Straße Gegner vor mir habe. Die treibe ich dann mit diesem X-Schlag vor mir her. Mhm. Und ich kann das auch im Zurückweichen machen. Und dann sagt er auch, wenn die Straße, also Zusatz zur Regler 1, wenn die Straße so eng ist, dass ich keine Schläge machen kann, dann mache ich diese Stiche und kann die alternativ auch als Doppel-Down stichen. Das habe ich dann Regler 1b und Regler 1c genannt. Also das ist dann aber auch die Namen, die ich mir einfach aus Sortierungsgründen da reingepackt habe, auch dass ich das halt eben X-Schlag nenne. Er schreibt halt einfach, mach mit, stell dich in die Position, beschreibt es relativ genau. Und mach mit dem linken Arm ein Revers und mit dem rechten ein Tacho und ende halt so. Und ich habe gedacht, oh ja, dann beschreibt das Ding ja ein X, deswegen nenne ich das den X-Schlag. Ja, das sind moderne didaktische Hilfen. Gott, Flettner-Rother haben wir auch gemacht. Er beschreibt ihn einfach nur als mach mit beiden Armen Revesses über den Kopf kreisend. Das ist, glaube ich, das Wording, das er benutzt. Und jetzt kommen wir aber zu Regler Nummer 4, wo nochmal dieses über den Kopf kreisen sehr wichtig ist. Wir erinnern uns jetzt nochmal an Regler 3, dieses halbkreisförmige Umzingeln, wo wir diesen X-Schlag gemacht haben. Die obere Hand kreist über den Kopf, um in den Schlag reinzugehen. Wir brauchen das jetzt ganz häufig, dass wir die obere hier reinkreist, um jetzt nochmal einen diagonalen Schlag hinterher zu ziehen. Das ist, macht das ruhig mal mit einer Hand mit, macht einmal einen X-Schlag und die obere kreist einfach, nimmt den Schwung mit, einen großen Kreis über den Kopf. Und dann fällt sie automatisch hier nochmal runter. Mach auch wieder einen Rückhandschlag. Ein Revers. Wir beginnen mal in Linksauslage. Komm mit einem Schritt vor, mach einfach einmal einen X-Schlag. Die Oberhand kreist über dem Kopf und zieht einfach nochmal durch. Wo endest du mit der Hand? Endest du hier hinten? Weil das wäre jetzt die natürliche Position nach dem Schlag. Ja, das ist jetzt künstlich abgebrochen. Also, okay. Das steht nicht im Buch und das macht auch keinen Sinn. Das ist eine Vorübung jetzt gerade. Okay. Ne? Also nochmal. Linksauslage in der Standardposition. Nochmal darauf achten, dass das Handgelenk schön gerade ist. Schwingen in den X-Schlag ein. Die Oberhand kreist über den Kopf. Und wir nehmen diesen Schwung durch, um hier noch einmal diagonal hinterher zu schlagen. Okay. Und wir machen das nochmal. X-Schlag, die kreist ein. Und während die jetzt hier runterschlägt, geht die andere hoch. Wir können aber jetzt noch einen Schritt machen. Und jetzt sind wir ja quasi in der offenen Position, nur ein bisschen schräger. Ja. Und man hat halt gemerkt, während die runtergegangen ist, ging die hoch, das ist hier diese scherenartige Bewegung. Deswegen nenne ich diesen Schnitt den Scherenschnitt, weil das halt dieser scherenartige Bewegung ist. Und die brauchen wir jetzt auch. Wir üben das nochmal mit diesem Übergang in dieser etwas künstlichen Vorübung. Wir machen den X-Schlag, kreisen groß über Kopf durch und genau, enden dann in so einer Position. Montante Godinho, Regler Nummer 3 gegen 2 Schildträger, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Wir stellen euch bis jetzt vor, wir haben 2 bis 3 Gegner, die sich hier so in dem Winkel vor uns aufspannen. Also nicht mehr 180 Grad, sondern irgendwas hier. Wir beginnen jetzt mal und haben uns erstmal auf den von uns den rechten Gegner ausgerichtet und machen jetzt diesen X-Schlag, ähnlich wie wir es gerade hatten, mit einem Schwenkschritt. Vorhin hatten wir den Schwenkschritt ja nach dem Stich von hier bis nach da gemacht, aber wir haben jetzt Gegner nur hier, wir machen den Schwenkschritt also
einfach bis hierhin. Mhm. So. Schwenken also hier rüber, okay, schwenken diese Front wieder schön ab mit diesem X-Schnitt, schwingen dann über Kopf durch und kommen dann mit einem ganz normalen Passschritt mit dem Scherenschnitt vor. Ich zeig's nochmal. Beginnen, ausrichten nach rechts, schwenken mit dem X-Schnitt die Front ab und treten dann ein mit dem Scherenschnitt. Also nur bis dahin. Mach das ein paar Mal auf der Stelle. Mach das mal bitte nochmal. Das muss ich parallel zu dir sehen. Wir beginnen nach rechts ausgerichtet. In der Standardposition. Schwenken die Front mit dem Scherenschnitt ab. Schwingen über Kopf durch und treten ein mit der Schere. So, und da stoppen wir erstmal. Also diesen X-Schlag, den wir gerade gemacht haben, den haben wir nur einmalig gemacht zu Beginn der Räder, um einmal in diesen Fluss reinzukommen. Dann kommt die Schere und ab jetzt machen wir anstelle des X-Schlages einfach einen Parallelschlag. Schere, parallel. Wie geht der Parallelschlag? Wie der Name schon andeutet, sind einfach mit beiden Armen schlage ich parallel von einer Seite zur anderen. Oder von rechts nach links halt in die Richtung. Wie komme ich da hin? Wenn man nicht weiß, wie man irgendwo reinkommt, dann einfach am Ende des Hiebes die Waffe über Kopf kreisen lassen. Dann komme ich eigentlich immer in den nächsten Hieb. Also wirklich, das ist so eine Allzweck-Unterwaffe. Ja, genau, eine Allzwecklösung, um von einem Baustein zum nächsten zu kommen. Den habe ich hier ja auch schon genutzt, um vom X-Schlag in die Schere zu kommen. Ne, durch das über Kopf kreisen. In die Schere gekommen, jetzt wieder über Kopf kreisen und jetzt merkt man ja eigentlich schon, ich kann ja nur noch genau das hier kommen. Und was mache ich jetzt? Ach ja, über Kopf kreisen. Was mache ich jetzt? Ach, über Kopf kreisen. Und jetzt? Ach, nochmal über Kopf kreisen. Und Überraschung, über Kopf kreisen. Also immer die Hand, die nach oben, eh nach oben geworfen wird, die lasse ich dann halt oben auch einmal kreisen und dann merkt man eigentlich schon, wo die Waffen hinlaufen wollen. Ne? Trick ist jetzt nur halt, dass ich beim allerersten Mal das Ganze mit einem X-Schlag mache und alles, was danach kommt, hat an der Stelle des X-Schlages dann stattdessen einen Parallelschlag. Wenn ich hier rumgeschwenkt habe, es geht bei dem Hieb hier eigentlich meistens der untere Arm nach oben, der obere nach unten. Dann ist es eigentlich logisch, dass das über Kopfkreisen jetzt nur mit dem oberen Arm gehen kann, ne? Weil hier mit dem über Kopfkreisen soll das gehen. Nur der obere Arm geht über Kopf. Und der obere Arm geht über Kopf. Und wenn der jetzt in den nächsten Schlag eingeht, ist es eigentlich logisch. Guck mal, die rechte Hand ist ja tief. Die kann eigentlich nur nach oben schlagen. Die linke Hand ist hoch. Die kann nur nach unten schlagen. Oder parallel, was gleich kommt. Aber es macht keinen Sinn, dass die obere nach oben und die untere nach unten schlägt. Deswegen muss dieser Scherenschlag so ein diagonaler Hieb sein, wo ich so ende und nicht so. Und dann ist es auch wieder logisch, dass jetzt die rechte Hand halt die ist, die über Kopf schlägt. Und jetzt bleiben beide auf ihrer Höhe. Die schwenkt wieder über Kopf. Und jetzt geht der untere nach oben und der obere nach unten. Dann eigentlich automatisch so. Wir hatten ja oft das Problem, dass die Leute so geendet haben. Aber das macht es euch nicht unnötig schwierig. Wenn ich hier ankomme, es macht einfach den kürzesten Weg. Was schon oben ist, fällt runter und was unten ist, geht hoch. Also nicht irgendwie sich verdrehen. Einfach Regler, was oben ist, fällt runter, was unten ist, steigt auf. Und dann Klingen hassen, um so ein bisschen den ersten Schritt in Richtung Widerstand zu gehen. Ja, weil ich habe heute beim Wetter einfach keine Lust, Masken und Handschuhe aufzusetzen. Nee. Außerdem haben wir, glaube ich, nicht genug wirklich softe Waffen. Nee. Ich mache das sonst gerne mit diesen Plastikfloretten aus dem Fecht- oder Sportfecht-Kindertraining. Mhm. Damit geht das ganz gut. Also jetzt semi-freie Übung. Wir haben ein bisschen Kontakt, indem wir einfach, während du die Übung machst, hin und wieder mal eine Waffe nach vorne halten können. Nicht ständig und permanent, dass du irgendwann im Wald von Dussacken stecken bleibst, aber hin und wieder mal die Waffe vorhalten. Okay, leg los, wir lassen dich erstmal reinkommen. Du bestimmst die Geschwindigkeit. Ja, okay. Wir
richten uns nach hier. So, und dann ging der hier. Falsch, Hände verdorst. Wann bin ich da bloß? Genau. Einen kannst du noch machen. Ach so, schade. Okay. So, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir schon ein paar Bausteine gelernt haben. Den X-Schlag, den Scherenschlag, den Parallelschlag, wir haben verschiedene Stiche. Das Prinzip des Überkopf durchkreisen, um in den nächsten Hieb zu kommen. Jetzt können wir so ein bisschen uns schon mal das große Ganze anschauen, weil wir schon genug Einzelbausteine gesehen haben. Wir haben gemerkt, von einem Baustein, also einem Schlag, kommt man immer in einer gewissen Armposition raus, aus der ich gewisse andere Sachen machen kann. Um halt aus der, wenn ich einen X-Schlag mache, komme ich in dieser Position raus. Wenn ich hier raus einen Scherenschlag machen möchte, muss ich erst einmal über Kopf durchkreisen, weil ich ja diese Ausgangsposition brauche. So. Aus dieser Ausgangsposition kann ich nicht direkt einen X-Schlag machen oder einen Parallelschlag, weil dazu müsste die Hand ja hier sein. Also muss ich hier auch wieder erstmal oben durchtauchen. Ja, also der Ende jedes Bausteins gibt mir Möglichkeiten, um in gewisse andere Bausteine überzugehen, aber ich kann nicht in alle. Wenn ich zum Beispiel, wir kommen nochmal zurück zum Flettner-Rotor, weil da sehen wir das nämlich gleich genau. Der Flettner-Rotor ist ja auch ein Doppelrevers, relativ ähnlich wie beim Scherenschen. Wenn ich Flettner-Rotoren mache, kann ich am Ende des Flettner-Rotors nicht in einen X-Schlag rein. Aber von einem X-Schlag kann ich nicht direkt in einen Flettner-Rotor rein, weil ich beim einen eine Ausgangsposition habe, wo ich einen Arm rechts, einen Arm links brauche. Beim anderen muss ich die Arme übereinander haben. Für den Parallelschen muss ich sie andersrum übereinander haben. Ich muss also eventuell, wenn ich von A nach B will, den Umgang über C machen. So. Das schauen wir uns jetzt einmal an, wenn ich zum Beispiel X-Schläge mache. Jetzt bin ich schon zu sehr in der anderen Regler drin. Kam schon der Scherenschnitt raus. Aber wenn ich X-Schläge mache und ich in einen Flettner-Rotor will, kann ich das zum Beispiel machen, indem ich einmal einen Scherenschnitt mache. Und jetzt habe ich die Arme links und rechts auseinander. Jetzt kann ich Flettner-Rotoren machen. Ich mache es mal rückwärts, weil da sitzen Leute. Wenn ich jetzt von Flettner-Rotoren wieder zurück in X-Schläge wechseln will, weil mir die Arme jetzt zu lahm werden, kann ich das nicht direkt machen, weil dazu bräuchte ich die Arme beide auf einer Seite. Aber ich kann einmalig einen Parallelschnitt machen und von da kann ich dann wieder ins X kommen. Ja, also das ist dieses Elementare bei diesem Bausteinprinzip. Ich habe ja schon gesagt, was das Fieber angeht, gibt es nur 6 verschiedene Bausteine. 4 haben wir schon gelernt. Und mir muss klar sein, dass mir das Ende jedes Bausteins Möglichkeiten eröffnet, in gewisse andere Bausteine überzugehen. In gewisse andere kann ich nicht. Deswegen gesagt, wenn ich von A nach B will, aber das geht nicht, muss ich vielleicht über C gehen, um nach B zu kommen. Deswegen kombinieren wir das jetzt mal, genauso wie wir es gerade gezeigt haben. Wir machen X-Schläge, einen oder mehrere, so viel wie wir wollen. Und wir wollen jetzt in Flettner-Rotoren übergehen. Das heißt, zum Übergang muss ich einmal einen Scherenschnitt machen, dann kann ich Flettner-Rotoren machen. So. Und wenn ich von Flettner-Rotoren wieder umsteigen will auf X-Schnitte, muss ich einmal mittels dieses Überkopf durchkreisen einen Parallelschnitt machen und dann bin ich wieder in X-Schnitten drin und kann mit einem Scherenschnitt wieder in Flettner-Rotoren gehen oder kann nochmal einen Parallelschnitt machen. Aus dem Parallelschnitt kann ich jetzt wieder X-Schnitte machen. Scheren machen. Okay. Und ja, das ist nämlich schön ein richtiger Brainfuck in dieser Kombination. Also wir machen X-Schnitte, so viel wie wir wollen. Dann machen wir eine Schere und Flettner, so viel wie wir wollen. Und dann machen wir einmalig parallel und sind wieder in den X'en drin.
Da muss ja auch ich jetzt mal nachdenken, aber das soll ja mal die Herausforderung zum Ende dieses Tages sein. X-Schnitte und Flettner-Rotoren und der Übergang von X zu Flettner ist mittels Schere und der Übergang zurück von Flettner zurück zu X ist mittels Parallelschnitt. Das ist die größte Herausforderung, durch das Aufstehen sein. Alles Bausteine, die wir schon kennen. Beinarbeit ist jetzt mal ganz einfach. Wir machen einfach nur ganz normal ein paar Schritte nach vorne. Beim Flettner kannten wir ja, ist es immer nur dieser Nachstellschritt. Und versuchen mal, diese vier Bausteine, die wir heute gelernt haben, alle miteinander zu verketten. Nur die Stiche lassen wir heute mal weg. Sonst wird es zu viel. Jetzt wieder über Kopf kreisen. Das war ja sehr wichtig, über Kopf kreisen. Und jetzt mit dem Rückwärtsschritt leite ich den nächsten Schlag ein, den ich dann weiter rumdrehe, zusammen synchron mit der Körperdrehung. Sind das über immer horizontale Schläge, die du dann... Ja, genau. Das sind horizontale Schläge. Achso, ich bin hier umzingelt von allen Seiten. Beim Montando hast du das halt mit der kurzen und langen Seite gemacht. Ja, man kann es mit der kurzen und langen Schneide machen, aber normalerweise macht man es auch da meistens alles mit der langen Schneide. Und hier machen wir jetzt gerade eh nur Tachos. Und gleich nur Gewässisch, weil die ganzen Richtungswechsel von Tacho auf Gewäss, das ist komplizierter, das machen wir morgen. Wir wollen es ja heute einfach machen. Also, ja. Von Timing. Mit dem Schritt kommt der Hieb und mit dem Weiterschwenken des Hiebes schwenke ich auch meinem Körper. Wenn die 180 Grad Drehung vollendet ist, muss ich halt einmal über Kopf durchkreisen, das haben wir auch. Und dann wieder mit dem Schritt kommt der Hieb und mit der Wendung des Körpers schwenkt auch der Schwerpunkt. Über Kopf, Schritt mit Hieb, umwenden, rupp. Und die linke Hand macht nichts, die, wenn ich das Schwert wieder haben darf, die ist, wenn ich jetzt nochmal hier anfange, so, zack, die linke Hand, die bleibt die ganze Zeit hier. So, das wäre jetzt übrigens schon der Richtung setzen. Ihr habt gemerkt, so, fangen wir mal dahin an. Ja. Wenn ich in die Richtung anfange, dann muss ich die erste Wendung auf der Stelle machen. Ja. Ich beginne halt in der Standardhut. Wenn ich dann anfange, mich zu drehen, ist es oft so, dass allein durch die Schwung der Drehung, wenn man nicht drüber nachdenkt, klappt die Waffe automatisch nach hinten weg. Das ist auch in Ordnung. Weil es stört nicht, im Gegenteil, und fungiert noch so ein bisschen als Abstandhalter hier, dass die Leute meinem Rücken so ein bisschen hier noch da was Pieksiges in den Rücken gehalten bekommen und ich steck mich so ein bisschen. Ansonsten kann ich die allerdings total vergessen, ich mache alles jetzt nur mit dem rechten Arm. Wir beginnen in der normalen Hut und einmal im Stand Schwung holen und jetzt Maschine los. Langer Arm. Und irgendwann ist einem schwindelig, dann früh genug aufhören. Dann halt das Ganze mit dem linken Arm zurück machen. Neu ansetzen. Schwung holen und jetzt los marschieren. Oh, hier merke ich, wir sind schon Tennisarm. Das ist ein bisschen eierig. Das muss bei euch ein bisschen schöner aussehen. Okay, also eine schön einfache Übung eigentlich. Ein Arm pausiert immer und der andere macht einfach eine horizontale Kringel beim Kopf. Okay, rotiert mal hier schön die Bahn rauf und runter. Nehmt großen Abstand zum Partner ein, links und rechts, weil das ist sehr raumgreifend. Rotiert in die Richtung. Tachos mit der rechten Hand, ich schlag, dann drehe ich mich jetzt zurück und gucke schon in die Richtung, wo ich jetzt hinlaufen will und mache halt Tachos mit der linken Hand, schön lang. Ja genau, der X-Schlag kommt eigentlich nicht an der Rueda. Und jetzt drehe ich mich einmal im Stand, so wie wir vorhin auch in die Übung eingegangen sind. Und rotiere los. Wenn ich jetzt Richtungswechsel machen will, mache ich den X-Schlag mit einer normalen Rueda in die Hut, in diesen Stock rein und von hier
Wenn ich jetzt mal nach einem Vorwärtsschritt wechsle, also ich mache jetzt einen Schritt mit links nach vorne und Moment. Jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich mich gedreht habe. Und jetzt kommt der X-Schlag. Dann stehe ich nach dem X in die Richtung. Und wenn ich jetzt das erste Mal einen Revers schlage, geht er in die Richtung. Und jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich nicht in die Richtung loslaufe, weil die bin ich ja gerade schon gelaufen. Dann ich muss ein bisschen die Orientierung im Kopf halten, dass ich jetzt meinen ersten Schritt, den ich nach dem Richtungswechsel mache, dass das ein Rückwärtsschritt ist. Sonst ist aber eigentlich alles gleich. Wir hatten es erst so gemacht, dann ist es relativ logisch, weil ich mich dann instinktiv in die Richtung bewege, wo ich hin will. Aber wenn ich jetzt nicht nach dem Rückwärtsschritt, sondern nach einem Vorwärtsschritt mache, muss ich jetzt darauf achten, dass ich jetzt hier also automatisch hat es instinktiv, wenn man oft gern dann dahin weiterlaufen und dann wundert man sich, dass man die falsche Richtung läuft. Okay, aber ansonsten ist alles total identisch. Probiert das mal aus und lasst euch nicht von der Richtung verlieren. Rotieren dann hier so rum. Du solltest lieber zwei, drei Schritte weggehen. Und dann mache ich zwischendurch einmal so die Tanne, ich da reinmache. Mach's nochmal. Das ist dieser Hüpfer, den wir zum Aufwärmen hatten. In der ersten Version, wo man vorwärts hüpft. Und ja, den bauen wir einfach ein. Um mehr Boden zurückzulegen. Genau, das zum einen ist das natürlich eine schnellere Art, sich fortzubewegen. Ich kann mehr Druck aufbauen, dadurch, dass ich schneller bin. Es kommt überraschend. Und ich decke auch mehr Fläche, mehr Raum ab. Wir hatten das Thema ja, wenn ich das mit der normalen Räder mache, habe ich hier eine relativ große Reichweite. Hier ungefähr habe ich maximale Reichweite. Und hier irgendwann kürze ich die wieder ein. Das heißt, ich habe jetzt von ungefähr diesem Winkel bis hier eine verkürzte Reichweite im Vergleich zu dieser Version. Wenn ich jetzt aber einmal diesen Doppelsprung mache, während dieser ganzen 90-Grad-Drehung behalte ich die Ausrichtung von Körper und Arm bei, also in der maximalen Strecke. Das heißt, ich drehe viele kleine Zirkel und einmal einen großen Zirkel, der auch noch mit dem Sprung kommt, überraschend kommt, viel Boden in die Richtung gut macht. Das ist also was, um halt einmal die Umzingelung vielleicht einmal aufzusprengen, dass wir alle so für zwei Schritte zurückspringen und danach kann ich vielleicht in einem weiteren Sprung dann aus der Umzingelung entkommen. Ansonsten ist der Sprung halt relativ einfach. Ich habe sonst eigentlich immer nur diese Schrittarbeit gemacht. Und jetzt mache ich die einfach beide Schritte gleichzeitig. Mit so einem kleinen Hüpfer. Zum Anfang könnt ihr auch gerne den Hüpfer mal einfach als Schritt machen. Dass ihr das quasi als Doppelschritt macht. Und wenn ihr merkt, oh, das klappt, dann kann ich diesen so leicht gehüpft machen. Und wenn ihr das koordinieren könnt, könnt ihr weite Sprünge machen. Langsam rantasten. Ansonsten ist das eigentlich ziemlich trivial einfach. Das Hüpfen haben wir schon zum Aufwärmen gemacht und bei dem Hüpfer einfach den Arm ausgefahren lassen mit maximaler Reichweite einmal einen großen Kreis ziehen. Und dann kann man wieder nochmal weiter rotieren, Richtungswechsel machen, zurück rotieren, da auch nochmal springen. In der Standardhut einer Welter auf der Stelle und ich bin in der Tachoschleife drin, die mache ich so oft wie ich möchte. Und wenn ich jetzt wechseln will, mache ich halt einmal ohne den Fuß anzuhalten einen X-Schlag und habe automatisch von rechten Tachos auf linke Revesses gewechselt. Und da ich euch noch nicht verraten habe, wie ich von Revesses wieder zurückwechsle, stoppen wir hier, richten uns neu aus und, aber ich könnte mal mit linken Tachos machen, genau. Machen es dann mit linken Tachos, eine Welter am Stand, dann bin ich in dieser Rueda-Schleife drin, mache irgendwann mal einen X-Schlag und habe auf rechte Tachos gewechselt, die ich so lange mache, wie ich lustig bin. Und hier stoppe ich. Moment, aber das sind halt rechte Revesses. Sitz mal an. Ja. Was habe ich gesagt? Tachos.
Ich habe von linken Tachos auf rechtere Wessis gewechselt. Falls ich was anderes gesagt habe, war das Quatsch. Oder also ich kann von rechten Tachos auf linkere Wessis oder von linken Tachos auf rechtere Wessis wechseln. Eigentlich getrennt geschrieben. Entweder mache ich mit Tachos hin und her und dann kann ich also natürlich auch mit Wessis hin und her machen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in der nächsten Übung nur mit Wessis, rechte Hand, linke Hand. Also ich beginne schon mit Revesses. Hier brauche ich übrigens nicht falsch rum anfangen. Ich kann ganz normal anfangen, wenn ich von vornherein mit Revesses starten will. Ich notiere jetzt mal meine Revesses mit der rechten Hand. Also wir erinnern, Revesses ist immer, wenn der Schlag mit Fingernägeln nach unten geführt wird. Und wenn ich jetzt einen Richtungswechsel machen will, gehe ich einmal in die offene Position. Also quasi, das ist ja quasi sowas wie der Scherenschnitt in die offene Position und die linke Hand, die hier aus der Parkposition rausgegangen ist, die dreht wieder über Kopf durch. Wir haben wieder dieses Überkopfdurchschwingen und jetzt drehe ich mich einfach andersrum. So, wir gucken uns das nochmal an, was da passiert ist. Damit es nicht zu verwirrend ist, mache ich es wieder mit der rechten Hand beginnend. Von hier aus jetzt schlage ich quasi so einen Scherenschnitt in diese offene Position. Cool. Die rechte Hand, genau, hier einmal cool aussehen. Gucken, dass die Kamera auch drauf hält. Ja. Die rechte Hand stoppt hier, die linke Hand nimmt einen Schwung mit, um hier über den Kopf durchzukreisen und ab jetzt schlägt die Revesse. Jetzt muss ich am nächsten Schritt die Hand hier noch da hinten, wenn der zurück bleibt, muss natürlich zurück in diese Parkposition an der linken Hüfte bringen. Das passiert eigentlich fast automatisch. So ein bisschen der verkappte Parallelschwung dann, oder? Nicht ein verkappter, das ist ein Parallelschnitt. Ja. Ja, ganz offen, also ich habe hier den letzten Revers mit dieser Scherenschnittbewegung, das ist aber eine relativ, also fast horizontale Scherenschnittbewegung, hier hingeschlagen und jetzt ziehe ich hier mit einem Parallelschnitt zurück. Und das mache ich hier auch wieder. Scherenschnitt. Nachdem der jetzt mal auf den Vorwärtsschritt kann ich Parallelschnitt im Stand machen oder mit Rueda. Das kann man eigentlich gar nicht falsch machen, egal ob man es mit Rueda oder mit Welter macht, braucht er keine Gedanken drüber machen. Man kommt eigentlich immer automatisch in eine Revers-Schleife rein. Okay, also der Trick ist eigentlich nur, dass am Ende fahrt beide Arme in diese offene Position aus und der Arm, der jetzt übernehmen soll, schwingt einmal über Kopf durch und ab da sagt euch das Schwert schon wieder von alleine, wo es hin will. Und dann braucht ihr dem einfach nur zu folgen. Okay, eigentlich eine sehr intuitive Sache. Macht euch zwei Waffen. Achso, genau, das Starten war jetzt sehr anders, aber im Grunde einfach. Wir starten in der ganz normalen Ausgangsposition und beginnen einfach mit einem Revers und legen sofort los. Wir brauchen also nicht dieses einmalige Schwungholen im Stand. Wir können hier sofort loslegen. Hinten oder nach vorne machen. Oder zweimal hintereinander, das ist auch alles richtig. Das ist auch genau das will ich auch haben, dass ihr selber merkt, diesen Baukasten mit diesen sechs Grundbausteinen, plus ein paar Stiche und verschiedene Schrittarbeiten, könnt ihr so zusammensetzen, wie ihr den in der taktischen Situation gerade braucht. Der letzte Satz, den ich gesagt habe, das ist halt nur der wichtige, es muss halt zur taktischen Situation passen. Ich kann jetzt nicht auf einmal in dieses aus dem Scherenschnitt in dieses Bewegungsmuster reingehen, wenn ich eigentlich umzingelt bin und da auch Gegner sind. Das muss euch halt klar sein. Und auch das, was wir gerade hatten mit dem mit der Frage, in welche Richtung mache ich den Parallelschnitt. Ich kann den nach vorne, nach hinten machen, je nach taktischer Situation. So, ich beginne jetzt mal, um das einmal zu zeigen, ich mache jetzt Reverses mit der rechten Hand. Mache schön langsam, mache jetzt diesen Scherenschnitt. Und jetzt kann ich diesen Parallelschnitt entweder in die Richtung machen oder ich kann ihn theoretisch auch in die Richtung machen.
hängt von der Situation ab. Wenn ich zum Beispiel praktisch jetzt da gefährliche Leute haben will und ich will die erstmal vertreiben, bevor ich mich wieder denen widmen kann, weil ich vielleicht nach dahin fliehen will oder so, will ich mir vielleicht ein bisschen Zeit kaufen, dann rotiere ich in diese Richtung. Ja, und ich will jetzt eigentlich dahin fliehen, weil da ist nur eine kleine Person, die kann ich über den Haufen rausrennen. Und will mir aber Zeit erkaufen, dass die mir nicht in den Nacken fallen, dann mache ich vielleicht diesen Parallelschritt, der da kräftig ist, einmal in die Richtung, um die einmal wegzuscheuchen und jetzt kann ich in die Richtung wegrennen. Ja, dann wird es in die Richtung Sinn machen. Wie es im Buch drin steht, ist es allerdings so, dass ich in die andere Richtung mache. Das wäre dann halt vielleicht taktische, folgende taktische Situation. Ich bewege mich in diese Richtung, baue also hauptsächlich in diese Richtung Druck auf. Das heißt, die hier, die hier nachfolgen, denen gebe ich ja weniger taktischen Druck, weil ich mich ja in die Richtung bewege. Die werden also wahrscheinlich ein bisschen mutiger und folgen mir nach und versuchen mir in den Rücken zu stechen. Deswegen, wir hatten vorhin das hier mit dem Locken, gehe ich jetzt mit dem kräftigen Parallelschritt überraschend in die neue Richtung und habe hier halt eben die Chance, dass die Leute, die mir halt nie nachgefolgt sind, dass ich die jetzt hiermit erwische. Mit diesem plötzlichen Doppelschlag, der überraschend in die Gegenrichtung kommt. Das wäre so ein bisschen die taktische Applikation. So, und da sind wir auch schon in der taktischen Anwendung. Okay. Eine neue Sache noch dazu, die aber auch wieder nicht neu ist. Es ist wieder nur ein Baustein, den wir schon kennen. Den nutzen wir jetzt wieder für einen Wechsel zurück von Reses auf Tachos. Und der ist jetzt sehr trivial. Ich mache also meine Reses-Schleife mit der rechten Hand. Den Richtungswechsel mache ich jetzt so in die offene Position. Und hier kann ich jetzt einfach mit Tachos zurückrotieren. Beispielsweise. Man kann auch noch andere Sachen dazwischen führen. Ich kann halt hier irgendwie vielleicht noch erstmal auf der Stelle mich ein bisschen mit X-Schlägen verteidigen oder was auch immer. Wie gesagt, haben wir das Baukastensystem. Da kann ich andere Reglers einbauen, die ich lustig bin. Ich kann den Z-Schnitt einbauen. Den haben wir noch nicht gelernt. Also ich kann das, ihr vielleicht nicht. Mach den mal. Da kommt er nach. Da kommt eh noch. Ist aber relativ einfach, ist ja das Letzte, was noch fehlt. Für den Z-Schnitt noch machen. Das ist politisch gefährlich. Ah, ja. Kommt aber noch. Okay, aber wir machen jetzt erstmal die einfache Variante. Wir kommen also aus der Reversschleife, machen einmal diesen Scherenschnitt in die offene Position. Hier kurz in den Stopp und aus dieser Position, man kann es ja eigentlich schon sehen, bin ich jetzt total offen. Ich kann mit der rechten Hand oder der linken Hand schlagen. Ich kann mit beiden sowohl Tachos als auch Revesse schlagen, weil beide frei sind. Ich habe keine unterm Arm eingeklemmt, wo es in der Bewegung eingeschränkt ist. Von hier aus kann ich eigentlich alles machen. Ich kann auch in die Richtung laufen, in die, mit Tachos, Revesse, Link. Also das ist quasi so ein bisschen der Joker. Deswegen kann ich die eben auch nutzen, wenn ich aus dem Revesse in diese Position komme, gehe ich in die Tachoschleife. Jetzt bin ich in der Tachoschleife, habe ich von Revesse auf Tachos gewechselt. Wenn ich von Tachos auf Revesse wechseln will, kann ich das ja die vorhin schon gut mit dem X-Schnitt machen und wenn ich wieder zurückwechseln will, mache ich halt einmalig den Scherenschnitt und bin wieder auf Tachos und jetzt wechsle ich wieder auf Revesses und so habe ich jetzt alle Werkzeuge, um von Tacho auf Tacho, von Revesse auf Revesse, von Revesse auf Tacho und von Tacho auf Revesse zu wechseln oder darin zu bleiben, was ich gerade mache. Und jetzt schieße ich da Kreis und damit habt ihr quasi alle Möglichkeiten, die man braucht. Und ich kann auch einen Sprung mit einbauen, wie wir ihn hatten. Okay, also, genug verwirrt. Wir üben jetzt über die offene Position von einem Tacho auf einen Revest zu üben, zu wechseln. Praktisch passt. Flettnerrotor war ein Thema, der Flettnerrotor. Natürlich, der ist ja eigentlich was, wo ich nur linear nach vorne gehe, wenn ich umzingelt bin. Sollte ich den nicht so oft machen. Ich kann ihn allerdings vielleicht einmal, wenn ich aus der Revest schleife, vielleicht um mal einmal gezielt, weil der gerade so nah ist und die anderen gerade, weil der Wechsel macht den vielleicht zweimal in die Richtung und ist dann was anderes. Geht dann wieder, aber ich sollte ihn nicht zu lange machen. Also ein oder zweimal kann man den zum Beispiel mit einbauen, das wird taktisch Sinn machen. Oder nachdem ich alle anderen 9 Leute erschlagen habe und nur noch du bist über, dann mache ich halt, dann kann ich halt auf eine andere Regler wechseln. Also im Hinterkopf behalten, macht diese Technik gerade auch in dieser taktischen Situation Sinn.
ist die Straße, in der ich bin, gerade sehr, sehr schmal, kann ich natürlich nicht dieses hier machen, dann muss ich anfangen zu stechen. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Was aber zum Beispiel in der Umzingungssituation relativ gut reinpasst, wir erinnern uns, was wir gestern relativ am Anfang gemacht haben, dass wir den X-Schlag immer auf der Stelle gemacht haben. Den kann ich hier schon mit einbauen, weil der ja fast alles 63 Grad abdeckt. Natürlich, wenn ich das jetzt mal gierig mache, seht ihr, mein Rücken ist natürlich nicht so gut gedeckt. Ich kann den X-Schlag allerdings weiter aufziehen. Und du könntest dabei natürlich die vier weiteren reinhauen. Genau, und ich kann den auch noch einmal, genau. Das ist dann nachher noch eine andere Regelung, Regler, wo das auch so vorkommt. Man sieht, man kann diese Bausteine beliebig verknüpfen. Ich kann zum Beispiel, halt wenn ich jetzt, mache ich gerade mal Tachrot, da mache ich beim Richtungswechsel eh einen X-Schlag. Jetzt kann ich vielleicht zwei, dreimal auf der Stelle einen X-Schlag machen und gehe dann weiter. Kann das so mit einbauen zum Variieren, dann wieder einen Sprung, dann wechsle ich auf Revesses. Dann mache ich zweimal Flatten in deine Richtung. Immer auf Sven. Genau, und so kann man das eben frei kombinieren, immer an die Taktik angepasst. Ja, wenn einem klar ist, was das für einen Effekt hat. Der Flattener ist klar richtig relativ druckvoll, arbeite ich aber nur in eine Richtung, damit ich nicht immer nur dich angreife. Aber ich vernachlässige euch alles. Deswegen sollte ich dann nachgucken, dass ich da die beiden Verwandten da drüben. Ich bin völlig unbewaffnet. Ja. Und jetzt habe ich euch alle auf der Seite. Jetzt kann ich halt wieder hier zum Beispiel in dieses unbewaffnet Scheren-Parallelschnittmuster übergehen. Ja. Das ist für dich aber kein Ding. Das kann ich nur machen, weil da hinter mir jetzt gerade keine sind. Ne? So kann man das frei verknüpfen. Wenn man das alles oft genug geübt hat, dass man nicht mehr drüber nachdenken kann, passiert das irgendwann von alleine. Und das fand ich eben recht gut zu sehen, dass man es gerade in der freien Anwendung auch schon sehen konnte, dass bei euch oft irgendwelche komischen Sachen rauslutschten, aber die waren oft ziemlich gut und ziemlich passend. Okay, gehen wir dann jetzt zur nächsten Technik über, das, was auch wieder verwandt ist. Regler 8, das ist die Schatzkiste. Da gehen wir recht schnell durch. Ist wie gesagt sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir haben also irgendeinen Gegenstand, den wir verteidigen. Nehmen wir mal das hier. Ich bin halt umzingelt von 3, 4, 5 Banditen, die mir diese Wasserflasche wegnehmen wollen. Ich bin ein Bandit, und ich gehe da auch wieder nur mit diesen einhändig über kopfreisenden Tachos drumherum. Nur die Schrittarbeit ist jetzt halt ein bisschen anders, aber wieder relativ ähnlich. Der linke Fuß bleibt immer an der Flasche stehen. Der rechte geht raus zu dem Gegner. Dann positioniere ich mich wieder um. Der rechte geht raus. Der linke bleibt immer hier. Genau, das ist bei Montante auch genau das. Umpositionieren. Mit viel Reichweite schlagen. Ach, und das war's mit dem Schatz. Nein, mein Schatz. Zum Glück habe ich es zugedreht. Also man sollte das nur mit Gegenständen machen, die klein genug sind, dass ich mit 3 bis maximal 4 Schritten drumherum komme. Und klar, wenn ich hier 5 Minuten brauche, wo ich hier bin, dann die Leute, die auf der Seite sind, meine Flasche längst geklaut. Also mit kleinen Gegenständen geht das gut. Deswegen ist die Wasserflasche gerade ideal. Also was den Arm angeht, machen wir genau dasselbe, was wir gerade hatten. Die Schrittarbeit ist leicht anders. Aber beim Ausholen, wir erinnern uns diese Indexposition quasi, wenn die Waffe uns hier nach hinten zieht, dann nehmen wir den Schwung in diese Richtung auch mit, um den linken Fuß umzupositionieren. Und mit dem Schlag zieht der rechte raus, um Reichweite zu generieren. Wenn die Waffe hinten rumschwingt, umpositionieren, raus. Umpositionieren, angreifen. Umpositionieren, angreifen. Und der Richtungswechsel, da kommen wir gleich zu. Da kann man natürlich jetzt auch theoretisch wieder fast alle Richtungswechsel einbauen, die wir gerade gelernt haben. Hier kommt nachher noch eine weitere Variation dazu. Aber theoretisch könnt ihr auch all die, die wir gerade gelernt haben, einbauen. So. Achso, vielleicht noch ein Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte. Die Regler wird auch empfohlen, um eine schutzbefohlene Person zu schützen. Dann sollte man dieser Person sagen, hock dich hin. Und dann rotiert man halt um die Person rum. Deswegen muss man eben aufpassen, dass man nicht aus Versehen immer sowas macht oder immer beim Richtungswechsel vielleicht sowas macht. Ja? Ich wechsle jetzt die Richtung. Also wenn man irgendwas verteidigt, was größer ist als die Wasserflasche, fallen ein paar Richtungswechseloptionen, die wir gerade geübt haben, vielleicht aus.
Wie erwähnt, leider das Kapitel bricht nach dem Wechsel von Tacho auf Revers ab und sagt nichts dazu, wie man vom Revers wieder auf den Tacho zurückwechselt. Wir extrapolieren einfach mal und versuchen dasselbe Prinzip auf den Rückwärtswechsel anzuwenden. Mag sich irgendjemand hinter mich hocken? Ja. Soll ich gerade sagen, jemand Kleines vielleicht? Sven? Der ist nicht klein. Runter. Zack. In den Stau. Also ich mache das mal sehr langsam, weil ich gerade hier noch Stahlwaffen habe. Also mit Tachos rotiere ich hier rum. Der Tipp ist übrigens, den ihr gibt, ich sollte mit 3, maximal 4 Schritten um das Objekt herumkommen. Wenn es zu groß ist, um mit 3 oder 4 Schritten herumzukommen, dann verteidige es lieber nicht. Okay, also den letzten Tacho stoppe ich hier. In einer runden Bewegung setze ich jetzt den rechten Fuß an mein Objekt oder meine Lady. Ich schlage hiermit einen Revers, einen zweiten Revers, hiermit einen Tacho mit dem unteren, den ich nicht durchschieben lasse. Danke. Und jetzt bin ich halt in der Revers-Schleife hier. Genau. So. Und wenn ich jetzt wechseln will, was man halt machen kann, ist jetzt auf den rechten Fuß mache ich diesen Scherenschlag. Mhm. Und wenn ich den linken Fuß, der ja vorher rausging, zurück ans Objekt setze. Da könntest du jetzt sowohl parallel als auch kreuz machen. Genau, oder? Da könnte ich jetzt mit dem weiterschlagen oder wenn ich jetzt mit Tachos weiterschlagen will, muss ich allerdings so ein bisschen hier abbrechen. Ja. Aber was auf jeden Fall gut geht, ist, dass ich, und ich war auf Revers mit der rechten Hand, den letzten schlage ich da als Doppelschlag und jetzt mache ich quasi einen Parallelschritt und bin in einer Schleife, wo ich den mit dem Revers zurück rotiere. Das wäre noch eine Möglichkeit, um die Laufrichtung wieder zurückzuwechseln. Ich habe jetzt gleichzeitig wieder auf die linke Hand gewechselt, wobei ich ja vorher immer mit der rechten gearbeitet habe. Es ist dasselbe Prinzip, dass ich einmal den Scherenschlag mache und dann Parallelschlag. Nur jetzt kommt der Scherenschlag auf den rechten Fuß und der Parallelschlag erfolgt mit dem Umsetzen des anderen Fußes. Und dann kann ich wieder zurückwechseln. Okay, das einmal probieren. Am besten partnerweise zusammen, dann kann einer immer in der Hocke Pause machen. Nehmt aber bitte dann keine Stahlwaffen, damit diejenigen, die auf dem Boden hockt, genauso schmerzhaft. Ja, ich glaube, Stahl tut noch ein bisschen mehr weh. Ja. Eine sehr ähnliche Regler gibt es dazu auch, Montante. Die Schrittarbeit ist nämlich identisch. Kurz nach, warum schützt man seinen Mantel? Das ist in mehreren Stellen im Manuskript erwähnt. Wenn man nachts rausgeht und diesen typischen Radmann, diesen umhangartigen spanischen Mantel so um 1600 hatte, der behindert natürlich beim Fechten. Wenn ich überfallen werde auf einmal, muss ich den erstmal ablegen, damit ich Bewegungsfreiheit für die Arme habe und mich verteidigen kann. Und so ein Mantel ist halt teuer, den sollte ich am Ende irgendwie damit zurücknehmen. Außerdem schreibt die Linie auch, nach einem Kampf, wenn alle Leute tot sind, sollte nichts in der Gasse zurückbleiben, was andere Leute zu dir zurückführen könnte. Gute Aussage. Ja, lass ich mal so stehen. Okay. Mantel hat den Vorteil, im Gegensatz zu einer Person, deiner Schatzkiste, die ich verteidige, den Mantel kann ich flach auf den Boden werfen und meinen Fuß draufstellen. Das geht da vielleicht kaputt. Oder wird dreckig. Ja. Auf jeden Fall sind diese Reglas, wo ich einen Mantel verteidige, immer wo ich halt irgendwo meinen linken Fuß fixiert habe und immer um den hin und zurück drehe. Weil ich halt den auf dem Boden liegenden Mantel mit verteidige. Für die, die beim Montante-Seminar dabei waren, die erinnern sich vielleicht, da gab es die Regler, wo ich hier auch immer über den linken Fuß drehe. Und dieselbe Schrittarbeit machen wir jetzt auch, nur mit 2 Schwertern. Sehr schönes Schwert übrigens, läuft sehr gut. Ja, darf ich ihn mal eben klauen? Ja, gern. Selbe Schrittarbeit, nur mit einer anderen Armbewegung. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Z-Schnitt, der letzte von den 6 Bausteinen, der hat noch fehlt. Und sieht so aus.
mal ihn langsam bitte. Keine Sorge, kommt. Heißt Z-Schnitt, weil wenn ich den jetzt ohne hin und her drehen machen würde, dann erkennt man das Z. Ich versuche mal in eure Richtung zu machen. Also ein Z bräuchte ich mal. Müsste einer noch horizontal, genau. Das ist das Zorro-Z und genau über diese Hieblinien schlage ich jetzt. Versucht euch das mal zu merken, danke. Erst diesen unteren horizontalen, jetzt der diagonale und jetzt kommt der obere horizontale. Ah, das ist ja gar nicht der Kreuzschnitt okay. Da, sondern der untere schlägt flach. Relativ flach, weil der untere, wenn ich jetzt nur den unteren mache, beginnt ja hier, der schlägt zweimal. Also das ist nicht perfekt horizontal, das ist ja so ein gleichmäßiges Hochschrauben. Also der kommt eigentlich in dem Winkel, geht hier oben und schlägt dann in dem Winkel. Das ist ein etwas krummes Z. Aber so kann man es sich schön merken. Ne? Ach, ich mache vielleicht mal in Kamerarichtung. Ne? Eins, zwei, drei. Nur halt eben relativ flüssig. Okay, wir zerstückeln es aber trotzdem erstmal zum Lernen in einzelne Stufen. Und diese drei Stufen halt, also eins, zwei, drei. Und auch die Schrittarbeit zerstückeln wir in drei Stufen. Eins, zwei, drei. Der linke Fuß ist die ganze Zeit da stehen geblieben, wo er war. Eins, zwei, drei. Und das kombinieren wir jetzt mit den Hieben. Eins, kommt es bekannt vor, offene Position. Zwei, hat auch wieder Ähnlichkeit mit der Indexposition. Und jetzt einfach, ab hier ist es quasi wie ein Parallelschlag. Drei. Die untere Hand dreht sich hier noch ein bisschen mit und wir enden jetzt in der bekannten Standardhut mit dem linken Bein vorne. Okay, wir machen das mal ein paar Mal zusammen. Waffen aufnehmen, ich suche mir auch ein paar Schwerter. Also Vorwärtsbewegung war 1, 2, 3. Und wenn wir uns zurückdrehen, spulen wir uns genauso wie wir es auf den Hinweg aufgemacht haben, nur rückwärts zurück. Eins, offene Position, kurzzeitig beide Richtungen hier bedrohen, mal den Schwung weiternehmen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Na, so sieht das schnell aus. Das sieht doch elegant aus. Das auch. Ja, ich finde auch, dass eine Übung, die eigentlich relativ einfach ist, aber sehr schnell sehr cool aussieht und auch nicht so anstrengend ist, weil man einfach die Waffen wieder schön am langen Arm schwingen lässt. Deswegen eigentlich auch eine Anfängerübung, aber ich merke halt nach zwei Tagen Doppelschwert-Brainfuck ist man irgendwann durch. Okay. Aber ihr schafft das noch. Ja. Gut, Gas geben. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen vorstellen. Richtet euch mal bitte so aus, also ihr beide solltet da stehen, ein bisschen rüber. Dass wir uns vorstellen, dass halt hier Mauern sind und ihr dürft mich nicht umgehen. Jetzt stellt euch vor, da sind Wände. Wir fangen wieder locker, sehr kooperativ an, dass die Person in der Mitte mal kurz reinfinden kann mit diesen kurzen Waffen. Und macht einfach immer das in Endlosschleife. Und wenn ihr merkt, ja, die Person in der Mitte, die ist jetzt im Fluss drin, es läuft einigermaßen, dann könnt ihr mal locker versuchen, den Handschuh zu klauen. Ja, versucht, also gerade ihr natürlich mit den sehr langen Waffen, es wird ja wahrscheinlich einfacher für euch sein, mich einfach zu hauen. Genau, da habt ihr jetzt hier schon meinen Daumen erwischt. Aber versucht deswegen mal jetzt spielerisch zum einen der Person in der Mitte, die ja wahrscheinlich Anfänger ist, eine Chance zu lassen und versucht eher darauf zu achten. Och Mann, egal, das lohnt sich daran. Ich habe noch zwei. Machen. Warte mal. In der seitlichen Vortasche habe ich zwei Dolche. Ihr mit den langen Armen kriegt gleich die Dolche. Ja, wir haben eigene dabei, zur Not. Ah, noch besser. Aber das sind ja nicht, ob sie dir gefallen werden. Oh, ja. Das ist halt, der Dolch ist halt Unterarmlänge. Ja, also, wie ein Dolch sein muss. Passt halt, ja. Okay, euer Unterarm ist wahrscheinlich länger. Ne? Du musst ja mal an die DKF denken, Sven. Also ein bisschen spielerisch. Es geht wieder um die Person in der Mitte. Es ist doof, wenn eine Sekunde nach Übungsbeginn die Person in der Mitte niedergedroschen wird, der Handschuh geklaut ist, dann hat sie ihn dann nichts gelernt. Also
passt eure Intensität. Dass sie sollen hier nicht der Schlachtreihe vorgehen. Genau. Och Mann. Und dann ist klar, versucht vor allem mal den Handschuh zu klauen. Das ist höhere Priorität als. Ja, also wenn ich jetzt nicht immer falsch mache und euch da. Tada! Genau. Wenn ich zu lange brauche, klaut ihr eine Handschuhe. Okay. Das ist aber gemein. Ich finde das auch gar nicht so gut. Also einen brauchen wir noch für die Fünfergruppe. Die andere Fünfergruppe hat jetzt kurz Pause. Sehr einfach ist, aber trotzdem irgendwie einen schönen Fluss hat und cool aussieht. Dann dieses, wo wir Schere und Parallelschnitt zusammen hatten gegen V-förmig aufgefächerte Gegner und halt die Straßenkreuzung. Wir machen erstmal die erste Stufe. Wir stellen uns vor einer Straßenkreuzung, wenn man jetzt hier, also da ist eine Straße, da ist eine Straße, da ist eine, da die vierte. Dann trete ich halt vor der ersten Straßenmündung an, beginne wieder in unserer offenen Position, um möglichst die beiden Straßen auch abzudecken, dass da keiner rauskommt. Und jetzt bin ich einmal im Stand. Weit ausholen. Parallelschnitt kennen wir schon. Der so weit durchschwingt, wie es geht. Ich muss wieder meine Hosentasche zumachen. Entschuldigung. So, ich würde das gerne mal ausprobieren mit. So, nochmal. Also, offene Position. Weit aufdrehen. Ich bringe einfach über Kopf schwingen. Über Kopf schwingen ist auch wieder ein Prinzip, was wir sehr häufig heute hatten. Beide Waffen auf dieselbe Seite und einer sehr cineastisch großen Position. Parallelschnitt weit durchschwingen. Wenn ich jetzt zurückschwinge, ist das automatisch ein X-Schnitt. Weil meine rechte Hand von unten nach oben und die linke Hand von oben nach unten wechselt. Und hier stoppe ich erstmal. Erste Stufe. Also aus der offenen Position. So ein bisschen künstlich aufdrehen. Und hier enden wir. Nochmal. Einmal Angeberposition. Hier wie so Conan der Barbar in deinen schlechtesten Zeiten. Hier dieses aus der Körperdrehung. Einfach hin und her schwingen. Zum Angst machen. Sehr große, sehr weiträumige, sehr raumgreifende Bewegung. Dient aber eigentlich nur zum Schwung holen. Und da setzen wir dann gleich ein. Ich beginne also hier mit dem Conan der Barbar. Und bin wieder in der Angeberposition. Eins. Okay. Also du stellst dich ein für einen Sternschnitt. Und wichtig ist immer in dieser coolen Position zu enden. Und sagen, ja, ha, ich bin irgendwie cool, ich bin. Kommt doch. Oh. Und da muss ich doch weitermachen. Was gehe ich hier mit denen? Ja. Was ein bisschen erst hat den Schwertwurf. Verwirrend ist, ja, ich springe rückwärts. Nee, noch nicht. Nach da. Aber über diese Bewegung. Aber eigentlich brauche ich mir wieder keine Gedanken machen. Mein Schwert führt mich wieder. Also ich beginne ja mit dem Parallelschnitt, dem X-Schnitt zurück und wie immer das Schwert, was hier eh hoch geht, lasse ich über den Kopf durchschwingen und gebe dadurch ja die Bewegungsrichtung vor. Also offensichtlich nach dahin. Ja, weil das schwingt ja in die Richtung. Nochmal, langsam. Das Schwert rotiert so rum, ich setze also den Fuß nach hinten und wenn ich hier lande, ziehe ich mir den zweiten Fuß hinterher und schmeiße beide Arme nach außen und bin wieder in dieser Position, halte jetzt die beiden Straßen auf Abstand, bin jetzt vor der Straßenöffnung, Platz schaffen, über Kopf durchkreisen. Verkehrt machen, dann springen wir andersrum. Aber fangen wir erstmal mit einer Richtung an. Okay. Ja, was sind die tricky Positionen? Eigentlich wieder alles Sachen, die wir schon kennen. Wir kennen die offene Position, wir kennen den Parallelschnitt, zurückschlagen mit dem X-Schnitt, das können wir auch schon. Über Kopf durchkreisen. Und jetzt ist es ähnlich wie die Rueda rückwärts.
Okay. Aber als Sprung, auch das hatten wir schon. Und ich muss hier merken, da will ich nachher hingucken. Ich nehme also den Schwung meiner oberen Hand mit und richte mich dahin aus. Okay. Fragen soweit. Du warst gerade eben nach da oben ausgerichtet und bist dann nach da geendet, aber hast du darum gedreht, also 270 Grad gedreht. Ich habe mich, Moment. Ja, du drehst 270. Ja, 270 Grad. Genau. 270 Grad, also eine Dreivierteldrehung. Ja. Ich könnte mich jetzt ja eigentlich auch einfach so drehen, aber es ist halt cooler, wenn ich mich so drehe. Weil du dann vorher da auch nochmal hinschlägst. Vor allem hat man einfach mehr Schwung und Kraft, mit der man in den Schlag rein. Okay, sucht euch mal eine Stelle, wo ihr viel, viel Platz habt.